Mindestens 12 Menschen sind bei einem russischen Granateneinschlag in einem Gebäude in der nordostukrainischen Stadt Charkiw verletzt worden. Örtliche Behörden berichten, dass die russische Gleitbombe ein 5-stöckiges Wohnhaus in Saltiv, einem Stadtteil von Charkiw, traf und Brände auslöste. Nach Angaben der örtlichen Staatsanwaltschaft von Charkiw befindet sich unter den Verletzten auch ein 3-jähriges Kind. Nach Angaben des staatlichen Notdienstes der Ukraine arbeiteten Feuerwehrleute die Nacht durch, um das Feuer zu löschen. Gleitbomben sind mittlerweile eine immer häufiger eingesetzte Waffe in diesem Krieg. Sie versetzen die Zivilbevölkerung in Angst und Schrecken und überwinden die ukrainische Luftabwehr. Die Stadt Charkiw, rund 30 Kilometer von der Grenze zu Russland entfernt, ist während des Krieges zwischen der Ukraine und Russland, der inzwischen bereits 3 Jahre andauert, häufig Ziel von Luftangriffen.